Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Danny Rolp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep a Fragmentary Passage mit Aqua und mir. Und ja, ich bin ja ein bisschen am Verzweifeln gewesen. Ich habe jetzt noch mal meinen alten Spielstand geladen. Also bevor wir reingegangen sind, ich habe schon mal die anderen Spiegelräume alle gemacht, die wir im letzten Part gemacht haben, und habe mir den ja zum Schluss aufbewahrt. Und ja, ich war am Verzweifeln. Ich habe einige Aufgaben hier gelöst, die wir auch mal abhaken können. Ich habe zum Beispiel, wo sind die ganzen Sachen, die ja Meister des Eis, des Feuers und Blitzes, die habe ich alle geschafft und habe mir die ganzen Sachen ja einstecken können. Und ja, Juwelenjäger und verbunden, finde heraus, was es mit dem mysteriösen Felsen der Welt im Spiegel auf sich hat. Und das habe ich mehr oder weniger per Zufall herausgefunden. Und zwar musste man diese Dinger hier so anhalten, dass man hier so einen Stern auf einmal hat. Seht ihr den da? Und ja, dadurch habe ich diese Garderobe bekommen. Und ich habe geguckt, ich muss in jeden Dingen hier was ausgerüstet haben. Und dann oh, okay. Da hatte ich jetzt nicht geplant, aber gut. Was ich vorhatte. Und zwar muss man irgendwie den Kommandostil Ars Magica hier einsetzen und den Abschlussangriff davon einsetzen. Und ja, während man den einsetzt, muss man in jedem Ding hier was ausgerüstet haben. Dann kriegt man noch mal eine Aufgabe gelöst. Und das wollte ich natürlich auch machen. So, ich habe 6 Steine gefunden und ich meine, ich weiß sogar, wo der 7. ist. Und zwar, guck mal da, nein, schwebt noch was. Und das habe ich nicht gesehen. Ja, ja, ob das klappt, weiß ich nicht. Und ich nehme mal an, da ist der 7. Edelstein. Eine Truhe sogar. Hier ist nicht der letzte Edelstein. Hass. Okay. Ich möchte nur mal anmerken, ich habe offscreen wie blöd gesucht, um den 6. überhaupt zu finden. Den wieder zu finden. Und ja, jetzt finde ich den 7. noch nicht mal. Geil, auch gut. Ist da hinten noch so ein Ding? Nee. Okay, ich habe jetzt aber auch keine Lust, den noch mal dieses Gebiet hier noch mal abzuklappern, weil das geht mir schon so ein bisschen auf den Nerven hier. Deswegen tun wir hier abhaken. Wir haben nicht alle 7 Dinger gefunden, was soll's, ist mir jetzt langsam auch egal. Und wir gehen jetzt einfach weiter. Obwohl, da sehe ich doch Albert. Den 6. habe ich nämlich nicht gefunden, weil er war auch an so einer bescheuerten Stelle. Ich verstehe schon. Und zwar musste ich diese Plattform anhalten, soweit ich den erreichen konnte. Und ja, den habe ich erst wieder gefunden, nachdem ich verdammt noch mal in meine Aufnahme geguckt habe. Und ja, oh, Juwelenjäger, so weiter. So, wir müssen jetzt leider noch mal den Boss bekämpfen, aber ich habe ja geplant, bei dem Boss jetzt auch was zu machen. Und zwar müssen wir auch wieder ein Abschlusskommando einsetzen bei ihr. Oder? Ja, ne. Cool. Wo ist es? Kämpfe mit Stil, absolut treffsicher. Wo ist es? Ja, von Arsmaika, während du in jener geilen Plätze ein Item ausgerüstet hast. Ja, das darauf fuhr ich auch noch hinarbeiten. Dazu zu Eiserschauen, lasst du 5 davon in 1000 Stücke zerspringen. Geil. Wo ist das jetzt? Bin ich da noch nicht hingegangen? Ich glaube, ich bin da noch nicht hingegangen, ne? Damit mir Aufgabe sozusagen gegeben wird. Ja, ich weiß.
haben wir jetzt schon gemacht, aber jetzt gucken wir halt noch mal an. Dauert ja nicht lang, das Projekt. Hallo, in der Eisbahn für eine Drehung während dem Kampf gegen Aquas Phantom aus. Dafür muss ich einfach nur normal angreifen. Habe ich die Mechanik auch herausgefunden. Ich muss einfach nur normal angreifen die ganze Zeit, bis sich das Ding füllt. Dann müsste ich ja, musste ich jetzt damit gewinnen oder ist jetzt, wenn ich da jetzt vermassel, dann ist auch egal, weil ich habe jetzt hier lange umgesessen. Ja, sie normal treffen, das ist so eine Sache, ne? Was sie bis dahin schon kaputt gehauen. Ja, super, wie soll ich denn das machen? Wieso bis dahin schon längst? Wie soll ich denn das machen? Ja, wieso bist du dann schon kaputt? Wie soll ich denn das schaffen? Ja, jetzt ja noch weiter angreifen müssen, ging doch gar nicht. What? Ich spiele schon auf Profi. Hat er mal gesehen, so, keine Ahnung, wie ich das bekommen soll. Kämpfe ich doch mal gegen die irgendwann oder was? Keine Ahnung. Ja, hat jedenfalls nicht gebracht. Gut, haben wir aber wenigstens alle Dinger hier und diesen einen Ding bekommen. Was weiß ich. So, ich möchte einmal Dingens einsetzen können. So, da haben wir noch ein Gebiet und da haben wir noch ein Gebiet übrig. Alle Dinger sind erledigt. Und wir gehen als erstes hier zur Treppe. Na, wollte die Ohren, egal. Okay. Guck mal, das ist. Ich gehe mal hier alle Aufgaben direkt erledigt. Das Rätsel um den Spiegel. Wupp. Hi. Soll ich das mal nur normal angefallen, um links auszulösen als Magika. Irgendwie komisch. Im Werfbeißlied musste man Magie einsetzen, um das zu triggern. Jetzt musste ich, glaube ich, gar nichts einsetzen. So, ich brauche ein paar Gegner, wenn es geht. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie Aquas Zweifel irgendwie der da spricht. Okay. Das ist dann jedes Mal anders. Muss ich ja machen. Web. Okay. Das bringt mich jetzt aber auch nicht weiter. Aber ich habe Feuer eingesetzt dagegen. Vielleicht ist das das Rätselslösung. Okay. So, wenn ich jetzt Blitz dagegen einsetze. Das ist jetzt einfach nur zufällig oder
hätte jetzt echt was mit dem Feuer zu tun gehabt. Ich glaube, das ist einfach nur zufällig, ne? Warte mal hier. Ich will da gegen meinen Phantom kämpfen. Tatsächlich. Also Musik, ey. Er hört sich doch gruselig an mit der mit diesem Piano. Ich auch diese Angriffe können, hallo? Ich kann halt aktivieren, aber ich kann mich nicht. Kann ich rechtzeitig Dingens hier einsetzen, weil die Hand schon tot ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Mehr. Wo ist er? Dann bin ich eben geduldig. Schon wieder nicht. Hat geschafft, was ich machen wollte. Na gut. Die ist irgendwann mal stärker, wenn ich ja auch schaffen kann. Ich untersuche die Spiegel. Ist glaube ich nur einer übrig, ne? Gut. Was war mit dem Garderobewechsel? Nehmen wir mal, also nicht. Aber gelb. Warte mal hier. Also weiß nicht. Hat echt voll unwohle Gefühl hier. In diesen. Oh Gott. Wir gehen mal da an. Okay. Okay, ich habe so das Gefühl, ich muss die Säulen irgendwie. Echt kreativ hier in dem Spiel. Nein. Und das 10 Jahre lang, ne? Obwohl 10 Jahre tut sie ja nicht hier rumlaufen, ne? Aber draußen vergehen 10 Jahre. Das ist heftig. Was muss ich hier machen? Weiter ich mich da irgendwo näher, desto dunkler wird das. Ist eine Truhe, was? Oh, hallo.
Ort. Oh Gott. Kamera und so ist noch gleich zu steuern, aber das andere irgendwie merkwürdig. Warte mal. Die Dinger sind doch auch immer Spiegel, ne? Wo bin ich? Gegners, Gegners. Ja, warte mal. Aber euch will ich das jetzt schaffen. Komm. Einfach nur normal angreifen. So. Kann ich die ganzen Klamotten auch wieder ablegen. Die müssen nicht unbedingt ausgerüstet sein. Obwohl die Katzenohren voll putzig aussehen bei ihr. Ein paar mehr Gegner, wenn es geht. So, das Gefühl, das wird nicht ausreichen. Dreck. Da ist noch so ein Teil. Was bringt es mir jetzt, die Dinger hier umzudrehen? Okay. Mal noch mal gegen dich kämpfen. Den ich auf dem Kopf. Das ist echt der auf dem Kopf. Na gut. Ah, jetzt hast du zwei Balken. Oh Gott. Oh mein Gott, wie soll ich denn das schaffen? Ja, genau das will ich machen. So, ich schaffe jetzt auf jeden Fall immer zwei Dinger zu holen. Eine Combo, glaube ich. So, jetzt muss ich nur noch ein paar mal treffen. Oh ja. Oh Gott. Oh mein Gott. Und das Ding ist schon wieder weg, ey. Ich krieg das nicht hin. Den Kampf schon glatt nochmal neu versuchen, falls das geht. Wow. Dann habe ich das auch. Weißt du? Und sie hatten dann einen Todesschrei. Okay, ich werde ja wohl wieder in den Kampf starten. Gut, wir schaffen das noch mal. Ich glaube, ich sollte nicht kontern. Nein, das bringt nicht. Oh, du setzt den Angriff ein bisschen früher ein als sonst. Kommt gar nicht dazu, sie anzugreifen. Und allein sich vorzustellen, wie die Kämpfe in Kingdom Hearts 3 ablaufen werden, nee, das ist krass.
Oh, leck mich. Ich hab nicht hin. Oh nein. Hier scheiß was drauf, ey. Oh mein Gott, ich will doch nicht mal frecken, Mann. Die ist aber auch echt nieder, wenn ich die angreifen will. Naja. Ich muss auf dich draufhauen, ne? Hey, geblieben, Mann. Sonst habe ich dich auch immer damit getroffen. Oh, komm her. Oh, jetzt wird er aber nicht ausreichen wahrscheinlich. Komm schon. Das wird nicht ausreichen. Boah, das gibt sich. Leck mich doch. Er hat so ein bisschen nicht ausgereicht. Oh. Anything to say. But my shadow, she wanted to destroy me. Komm, lass dich nicht unterkriegen. Die verlassen sich da auf dich. So, kack was auf die blöden Dingen sehe. So einfach nicht. Habe ich die eben nicht. Ich habe sowieso, glaube ich, was in der Stadt hier irgendwie verpasst. Sollte ich auch irgendwie an den höchsten Punkt irgendwie stehen und ich kann ja auch nicht zurück zur Stadt. Also ja, habe ich das so oder so verpasst. Da kriegen wir eben nicht alles in diesem Spielstand hier. Was soll's. Erste Kingdom Hearts hatte ich nicht zu 100% abschließe. Nee, obwohl Chain of Memories habe ich auch nicht 100% abgeschlossen, glaube ich. Also nicht immer 100%, aber so gut wie alles. I've talked to myself a lot since falling into these shadows. But with the Phantom, it's as though all my doubts have gained a voice of their own. She's the weakness in my heart. I know I'm alone here. Have the uncountable hours in the shadows whittled away the courage I never really had. I'm losing this fight. The darkness has found the cracks in my heart. Is this the last apparition before it takes me over? Ich hoffe ja nicht. Soll ich da reingehen? Guck mal, was kommt. Wo lande ich jetzt? No. Tara, Ven. Are they? Phantoms? I don't care if they are. Or if I fall into the darkness. I miss them. Was geht noch? Die Musik, ey. Das ist echt kein glückliches Spiel hier. Das ist echt ein trübseliges Spiel. Mickey Ohren, ehrlich.
oder Mini. Finde Blumen, die Flora, Fauna und Sonnenschein repräsentieren. Zerstört 50 Dornranken. Manche davon ist nur mit Magie beizukommen. Keine Karte. Nein. Die Musik in dem Spiel schon hat halbe Spektakel, finde ich. Mir aus dem Weg. Blöden Dorn. Nicht gesehen, was ich mit Malefiz gemacht habe. Oh, sehr geil. Warte mal, muss ich ausnutzen. Damit kannst du halt auch verdammt noch mal erhöhen. Jawohl. Magische Stunde. Ich will gleich den ganzen Weg zurücklaufen erstmal. Jetzt kann ich die ganzen Sachen hier wieder ablegen. Wie wär's, wenn ihr mal da unten bleibt und ich bleib hier oben? Ja, mir ist aufgefallen übrigens. Zeit wird irgendwie verlangsamt, wenn ich das mache. Excellent. Excellent. Verdammt! Weg. Jetzt gehe ich ohne Ende Maß Magiker. Ja, mein MP-Wert hat sich erhöht, ne? So, gehen wir mal ein bisschen zurück. Ja. So, wir haben eine Karte, gut. Ich mich gleich irgendwie 100% sicher. Das ist gut, aber das Thema vom in der Welt von Dornröschen ihr wieder erkennt. Die Sachen werde ich alle wegnehmen, wenn ich hart beendet habe. Haben wir hier. Nichts. Hier ist gar nichts. Nein. Halt. Ja, da oben ist nichts. Also kann ich so einen Sturzangriff machen. Wie das, wie Sora und Rico. Aus dem Dingens her, wenn man zu Schienen drauf gegangen ist. Weil ist ja nicht Dream Drop Distance. Und 50 Ranken, ich nehme an, das sind dann alle Ranken, ne? Hi, da sind Ventus und Terra. Auf. Ich bin ja automatisch in allen Teilen irgendwie zerbersten. Was? Nein, das wird schön. Ich glaube, da habe ich eine Blume gefunden. Ich dachte erst, das hier war das Richtige, aber anscheinend nicht. Aber da ist eine Blume, die ich glaube ich finden muss, ne? Da waren Terra und Ventus, aber die ignorieren wir erstmal gekonnt. Gucken wir uns im nächsten Part an.
glaube, hier ist nichts mehr, ne? Gut, dann können wir ja zurückgehen erstmal, obwohl hier war, glaube ich, noch was. Was wo? Verpisst euch! Verpisst euch! Verpisst euch! War sehr gut. Dann mag ich den Weg hier nochmal hochzurutschen. Da muss da auch irgendwo eine Blume sein, ne? Oder auch nicht. Boah. Hallo, da unter Mädel. Gut, keine Ahnung. Ich habe noch nicht. Ich glaube, ich habe hier doch alles. Doch, ich habe hier, glaube ich, alles abgesucht. Wie spät haben wir? 31 Minuten. Okay, dann können wir im Party beenden. Wir gehen zum Speicherpunkt zurück. Sollen wir vielleicht noch mal kurz die Garderobe angucken, was wir noch so haben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir mit Ventus und Aqua, mit Ventus und Terra hier sprechen oder denen nur folgen. Mal kurz hier reinschnuppern. Und ja, schön. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, wenn euch der Part gefallen hat. Dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder sonst irgendwas Gutes. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder von Let's Play Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep, A Fragmentary Passage. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.